Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zum Review vom T-Bone SC440 USB Podcast Bundle. Dieses Podcast Bundle besteht aus mehreren Teilen. Das Mikrofon mit Spinne und USB-Kabel. Ein Buch namens Das Recording Studio, ein Stativ von Millennium, einen Popkiller, um Popgeräusche zu verhindern, und einen zusätzlichen 3 Meter USB-Kabel. Fangen wir an mit dem Mikrofon. Es ist mit USB-Anschluss für den direkten Betrieb am Computer geeignet. Das heißt, man braucht kein Mischpult oder sonstiges, um das Mikrofon verwenden zu können. Denn man kann es direkt in den Computer einstöpseln. Das Mikrofon nimmt mit Nierencharakteristik auf. Das heißt, es nimmt nur Geräusche auf, die vor dem Mikrofon sind. Die Geräusche hinterm Mikrofon oder etwas weiter weg werden nicht mit aufgenommen. Die Frequenz des Mikrofones geht von 20 bis 18.000 Hertz. Das Mikrofon ist kompatibel mit Windows 2000, XP, Vista, 7 und 8 und natürlich auch mit Mac OS X. Es ist inklusive USB-Kabel, ihr braucht euch kein extra USB-Kabel dazu kaufen. Das Mikrofon nimmt nur in Mono auf, das heißt, wenn ihr Let's Plays machen wollt, ist das Mikrofon okay, aber wenn ihr Filme oder Musik machen wollt, würde ich euch davon abraten. Kommen wir zum Buch. Es erklärt die Grundlagen der Tontechnik und die Komponenten eines Tonstudios. Kommen wir zum Stativ. Es ist das Millennium MS2003 Mikrofonstativ mit Galgen. Es hat drei ausklappbare Füße, einen 75 cm Schwenkarm, die Höhe ist von 105 bis 170 cm justierbar und hat ein 3/8 Zoll Gewinde für Mikrofonklemmen. Kommen wir zum T-Bone MS-180 Popkiller. Zuerst mal, was ist ein Popkiller überhaupt? Ja, wenn man in das Mikrofon spricht, gibt es manchmal so impulsartige Popgeräusche, also so p. Ja, und um die zu verhindern, dass die nicht so arg rauschen, nimmt man den Popkiller. Das heißt, jetzt spreche ich einmal das P mit Popkiller und einmal ohne, also P, P, das war mit und jetzt ohne. P, P. So, ich glaube, man hat den Unterschied sehr gut gemerkt. Außerdem hat der Popkiller einen 20 cm langen elastischen Arm, einen Durchmesser von 15,5 cm und einen Nylonbezug. Kommen wir zu guter Letzt zur ProSnake USB 2.0 Extension Cable. Es ist ein USB 2.0 Verlängerungskabel mit einer Länge von 3 Metern. Das Mikro kann man in einem schwarzen Plastikkoffer aufbewahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung und über ein Abo sehr freuen. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.